Hallo meine lieben Freunde, willkommen wieder zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich habe mich wieder seit einer längeren Zeit nicht bei euch gemeldet. Das hatte allerdings ein bisschen technische Gründe, weil mein Aufnahmegerät, sprich mein Aufnahmeprogramm auf meinen Computer stürzt immer wieder ab. Ich habe es bis heute nicht gemanagt. Das heißt, wir müssen jetzt weitermachen mit dieser Qualität. Ich nehme das Ganze über Zoom auf, es ist nicht das allerprofessionellste, aber wie gesagt, ich kenne mich mit Technik nicht so gut aus. Wenn sich da einer von euch gut auskennt, könnt ihr sich gerne bei mir melden. Ich freue mich über jede Hilfe, wenn ihr meinen Content feiert. Ansonsten machen wir einfach so weiter. Es gab wieder auch eine kleine Veränderung in meinem Trading-Stil. Ich bin wieder mehr ins Swing Trading gegangen, einfach aufgrund dessen, weil ich weniger Zeit habe. Und die Zeit, die ich habe, nutze ich dann noch mehr für den Research und platziere dann meine Position im Prinzip ganz entspannt und lasse dann meine Gewinne laufen. Ja? Ich würde auch sagen, wir gehen gleich mal in zwei Positionen rein, wo ich aktuell drin bin. Und das ist einmal der GBP CAD, wo ich gerade long drin bin. Wir hatten hier einen wunderschönen bullischen Aufbau gehabt. Gerade auch der fundamentale Aspekt, das war sehr, sehr interessant, den GBP CAD zu kaufen. Und wie gesagt, wir hatten hier unser Pullback gehabt. Hier ein schöner Aufbau, schönes Head and Shoulders. Und ich war schon ein bisschen früher drin in dem Trade. Ich hatte aber zu der Zeit schon zwei Fundpositionen offen gehabt. Hier war ich schon mal drin gewesen, ne? SL. Mit Kerzenschluss bin ich eingestiegen, SL unter dieser Kerze. Und dann wurde ich kurz ausgestoppt. Ich musste die Position dann halt ein bisschen managen. Das war ein bisschen schade gewesen. Aufgrund dessen, dass ich, wie gesagt, in zwei Pfund-Positionen drin bin. Pfund Schweizer Franken bin ich nämlich aktuell auch drin. Deswegen habe ich halt versucht, auch da wieder Risiko zu managen. Ne? Ich meine, die beiden Paare korrelieren halt miteinander, weil du halt die beiden den Pfund drin hast. Deswegen auf solche Aspekte auch immer ein bisschen achten. Ich habe sie halt trotzdem genommen, weil in beiden Paaren für mich ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass man da eben auch einen Anstieg sieht. Deswegen habe ich sowohl den Pfund Schweizer Franken als auch den Pfund kanadischen Dollar gekauft. Ich habe mal ein wunderbares Head and Shoulders gehabt. Ne? Wunderschöner struktureller Aufbau, Korrektur. Und dann bin ich halt eben nochmal mit dieser Kerze eingestiegen. Ne? Wunderschönes Price Action. Wir haben nochmal die Verkäufer versucht, den Markt hier weiter nach unten zu drücken, sind komplett gescheitert. Wurde diese bärische Kerze wurde komplett aufgefressen und dann bin ich mit Kerzenschluss hier eingestiegen. Und wir sehen aktuell, sind wir schön im Profit und lassen die Position auch laufen. Versucht den halt zu managen. Zieltarget ist dann ungefähr hier in dieser Area. Das heißt, hier oben in dieser Region, genau in dieser Area hier, will ich dann meine Gewinne sichern. Ne? Und das übergeordnete Ziel wäre dann hier diese Bereiche. Erstmal dieser ist der erste Zielbereich und das ist der zweite große Zielbereich. Und dann ganz oben, mal gucken, wie weit man jetzt kommt, ne? Aufgrund der Struktur, wäre dann hier oben. Auch ein Zielbereich, der für mich interessant wäre, ganz, ganz übergeordnet. Ne? Aber auch hier allgemein in dem Markt sind wir schon seit längerem bullisch unterwegs. Mal schauen, inwiefern wir diesen Trade hier weiter managen. Aber ich habe hier praktisch schon an diesem Level ist die einzige Extension, da werde ich mal in einem anderen Video noch drauf eingehen, wird es halt interessant dann auch dort die Gewinne zu sichern, weil ich von da an auch wieder eine Reaktion im Markt erwarte. Ne? Soweit das zu diesem Trade. Ne? Wunderschönes Head and Shoulders, gerade in den übergeordneten Timeframes. Werde sehr, sehr oft feststellen, dass gerade auch so Formationen wie Head and Shoulders, ich nutze das sehr, sehr oft, weil es halt auch sehr, sehr häufig eben auch funktioniert, aber wirklich nur in den übergeordneten Timeframes, weil es ein schönes Reversal Setup ist. Ne? Auch wenn wir jetzt hier drauf schauen, beim ersten Einstieg, wenn wir ganz genau drauf gucken, hast du im Prinzip auch ein kleines Head and Shoulders. Ne? Das war das größere Head and Shoulders.
Aber auch hier wieder, wir hatten jetzt diese Kerzen doch gehabt, hier wurde Liquidität genommen, ne? Das heißt, hier wäre die linke Schulter, der Kopf und die rechte Schulter, schöner Aufbau. Und dann ist der Markt eben gestiegen. Wir hatten dann halt im Prinzip nochmal die 50% Korrektur gehabt. Und dann, ich bin halt nicht hier eingestiegen, sondern weiter oben, wo es dann halt bestätigt war. Und von da an sind wir dann weiter angestiegen. Ne? Ganz kurzer Tipp noch von mir. Ich würde das Video auch nicht zu lang machen. Wenn ihr euch im Swing Trading aufhaltet, gerade im Forex-Markt, ich würde euch nicht den 4-Stunden-Timeframe empfehlen, weil immer noch im 4-Stunden-Timeframe habt ihr immer noch zu viel Noise drin, sprich zu viel Unsicherheiten, zu viele Fehlsignale. Ich finde, der 8-Stunden-Chart ist sozusagen der Sweet Spot dazwischen, ne? Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel in Daily reingeht, da habt ihr Schwierigkeiten, Positionen einzugehen, ne? Da sind eure Stops viel zu groß. Und ich finde, der 8-Stunden-Chart ist sehr, sehr schön, um zu sehen, gerade auch, wie sich diese großen Institute, die sich ja auch übergeordnet eher platzieren, das sind mehr Swing-Positionen, die versuchen aufzubauen, aufgrund fundamentaler Grundlage gehen die ihre Trades ein. Deswegen beschäftigt euch mit Fundamentals. Bin ich noch absolut ein Beginner, ich lerne da auch immer mehr dazu. Aber ihr seht, ihr könnt damit eure Trefferquote extrem erhöhen. Geht in den 8-Stunden-Chart, habt halt mehrere Märkte offen. Ne? Das heißt, ihr seht auch in meiner Watchlist sind einige Sachen offen. Ne? Ihr habt da unten habt ihr sogar noch Indizes, Bitcoin, Ethereum, Silber, Gold, ne? Die ganzen großen Forex-Paare. Das heißt, ich trade sehr, sehr viele Märkte zusammen. Aber ihr bekommt halt auch nicht immer in jedem Markt so schnell ein wirklich 5-Sterne-Setup. Und ich warte auf die 5-Sterne-Setups und dann gehe ich den Trade ein. Ne? Das war ein kurzer Einblick in mein Trading. Wollte kurz ein bisschen die Setups mit euch teilen, die ich eingegangen bin diese Woche. Und ich würde euch sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.